Guten Morgen, liebe Leute. Also, es geht los. Ich packe aus. Wie jeden Morgen. Was steht heute an? Erstmal einen Schluck Kaffee. Wieder mal. Prost. Auf euch. Auf mich. Auf den Laden. Jo, ich habe den ersten Auftrag schon. Also, den habe ich ja seit gestern, Plattenreifen Vorderrad. Ja, weil gestern dann nicht mehr geschafft, weil, wie gesagt, der Thorsten hat mich versetzt, das finde ich nicht so nett. Habe ich ihm extra hier Arbeit stehen lassen, habe gesagt, naja, dann machst du einen Schlauchwechsel. Ich meine, arbeitet ja in der Fahrradwerkstatt, der kann sowas, ja. Und, und dann kommt er nicht. Nein, Mann, ich warte hier wegen. Scheiß Schlauchwechsel, den muss ich jetzt machen. Da ist wieder bestimmt irgendwas ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Aber das lehrt mich in Zukunft, werde ich das halt auch nicht mehr machen. Und einfach was zu tun ist, wird gemacht. Ganz einfach, sonst staut sich das an. Ich habe keinen Bock, immer auf den letzten Drücker das alles zu machen. Vielleicht gleich auch was für euch. Schlauchwechsel. Vorderrad. Rollenbremse. Shimano Nexave. Nexave. BR IM50F. Wie baue ich hier bei dieser Bremse das Vorderrad aus? Ah, ist eigentlich ganz simpel. Ja, eigentlich am Ende ist immer alles simpel. Eigentlich alles nichts. Naja, zeig euch. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch einfach. Seid damit dabei, zeige ich euch. Erstmal aufräumen. Hier steht so viel Scheiß schon mittlerweile drin in dieser kleinen Kammer. Das muss alles mal sortiert werden. Und weggepackt werden wieder. Und auch wieder oben angehangen werden. Und oh, ey, ich habe die Zeit einfach nicht so. Und wenn ich die Zeit habe, vergesse ich es. Und mache was anderes. So, ich baue das Vorderrad aus. Nicht ohne Handschuhe am frühen Morgen. Ja, Hände sehen schon schlimm genug aus. Dann hänge ich den Zug hier aus. Drücke hier unten hin, hier. Ja, ich habe zum Festhalten. Dann drücke ich hier so hin. Und dann bräuchte meine zweite Hand. Ja, mit der ich die Kamera halte. Ich brauche einen Kameramann. Und jemand, der jetzt schneidet. So, perfekt. Also, ich drücke hoch. Und hängen das aus. Kann man das sehen? Zack. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Hochdrücken, aushängen. Hochdrücken. Hochdrücken, aushängen. Ne, weil der ist hier so ein Pinöpel. Und den kann man einfach runterdrücken und dann rausziehen. Das war eigentlich schon ein ganzes Geheimnis. Völlig erzaubert. Jetzt schraube ich die Achsmutter lose. Und raus ist das Rad. Naja, jetzt das übliche Schlauchwechsel und so weiter und so fort. Und wieder rein, dann schalte ich wieder ein, beim Wiedereinbau. Reifenschlauch habe ich rausgemacht. Reifen kontrolliert von innen. Jetzt beugt den neuen Schlauch ein. Das zeige ich vielleicht nochmal, weil nicht alle wissen wie. Also nochmal, Schlaucheinbau. Nicht von der Seite. Man macht den Mantel erst eine Seite auf die Felge, so wie es jetzt hier ist. Nur die eine Seite ist durch. Auf der Felge, also in der Felge drin. Und nicht von der Seite baut man den Schlauch ein, sondern von der Seite. Ja. Mike jetzt. Stecken rein. Und steckt den Schlauch in den Mantel. Ganz glatt. Wenn ich einmal rum bin, fange ich am Ventil wieder an zu verschließen. Ja? Drückt das einfach mit den Fingern rein. Aufpassen, dass das Ventil sozusagen frei ist und verschließe den. Ja, also das Ventil muss sich hier gut bewegen können. Ne?
Ventil darf nicht eingeklemmt sein hier. Da drunter. Muss sich hier frei bewegen. Rein und raus. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann könnt ihr auch aufpumpen und einbauen. In dem Fall kann ich sogar aufpumpen vorher. Vorm Einbau, weil jetzt sind ja keine Bremsbacken dran. Hat ja diese Rollenbremse. So, jetzt bauen wir den Zinnober wieder ein. Jetzt kann ich auch die Kamera dabei nicht halten. Das ist schwierig. So. Das ist der Bremsanker hier, der Hebel hier. Der muss natürlich nach oben. Wir machen es uns mal leicht, wir nehmen mal die ganzen kleinen Radatsche ab. Der Seite zumindest. So, der muss nach oben, denn der muss ja hier in diese Führung wieder rein. Und dann achten wir beim Einbau darauf, dass der auch in der Führung landet. Klarer Radatsch 1, 2, 3. Da war offensichtlich mal eine Lampe drin. Das war es eigentlich fast schon wieder. Also wie gesagt, der Bremsanker gehört da rein. Da muss man halt drauf achten. Dann achtet man natürlich, dass das Rad noch gerade drin sitzt. Also wirklich schön im, ne? Jetzt kann man ja noch bewegen, ist noch nicht fest. Und dann zieht man die Achsmuttern gleichmäßig fest. Na und jetzt folgt das Wichtigste wieder, einhängen. Jetzt muss ja das Teil wieder da unten rein. Guck mal, ob ich das hier hinkriege, mit filmisch festhalten. Also, eigentlich sollte das einfach sein. Wir ziehen wieder hoch, drücken das Teil da durch und lassen los. Einmal hart anziehen und dann klackt's. Wunderbar. Jetzt testen wir. Funktioniert. Nochmal. Funktioniert. Super. Das war der Schlauchwechsel beim Vorderrad mit Rollenbremse. Ich habe draußen ein bisschen gefegt auf der Straße. Jetzt stelle ich ein paar Räder raus. Zwei stehen schon. Jetzt hole ich noch diese wunderschöne Mifa-Klapprad, die ich auch noch habe. Oh, ein Dachfaul. Ich sollte die Leuchtmittel hier auch mal tauschen, langsam auf LED oder so, weil das frisst ja richtig, richtig Geld jeden Monat. Hier, das ist echt geil. Gut, der Steppenwolf auf Kleber hört da nicht ran, aber das passt so passend zu diesem Mifa-Damenrad. Ja, das finde ich total passend, das Ding. Deswegen gucken. Oh, jetzt ist er da, jetzt sind da 1, 2, 3, 4 Lampen kaputt. Das tut alles nicht. Ich weiß nicht. Glühbirnen heutzutage kannst du alle vergessen. Oder Energiesparlampen oder so, die sparen überhaupt keine Energie. Ich glaube, selbst die kaputten, die kosten noch Strom. Denn die laufen ja irgendwie, die Elektronik läuft ja mit. Weiß ich gar nicht genau. Irgendwie, irgendwas war da mal. Muss ich austauschen. Dann mache ich die Glühbirnen dann gleich fertig. Wisst ihr, haben wir da wieder eine helle Ecke. Ein bisschen. Ist ja viel zu dunkel da hinten. Viel zu futzelig. Fitzelig. So. Hochgesichert. Das ist fertig. Das muss repariert werden. Mietrad muss repariert werden. Licht wollte ich machen. Gut, ich mache zuerst den Mietrad, dann mit Licht. Mietrad. Bevor sie los, die Jute. Und dann ist der Bremsanker durchgerissen. Hier, einfach klatsch, klatsch, bum, batsch, weggeballert. Und dann kannst du nicht mehr fahren.
Das ist alles nicht so dramatisch, aber es muss halt repariert werden. So. Gut. Haben wir eine neue Schelle, muss hier ran. Eine schöne, stabile Schelle. Und dann sind wir fertig. Okay. Stabil, schnell repariert. Immer wenn was kaputt geht, ist es relativ günstig. Ja? Also relativ. Ich meine, was soll hier dran kaputt gehen? Drei Gang. Dammdynamo. Das meiste, was kaputt geht bei der Benutzung durch Touristen, sind die Laufräder tatsächlich. Und die natürlich durch falschen Gebrauch oder beziehungsweise durch zu viel Last. Ja. Also da werden eben zwei Kumpels mitgenommen noch auf dem Rad oder so, einer sitzt hinten drauf, einer vorne auf dem Lenker und dann sind die halt durch, die Räder. Die fangen an zu eiern und machen und tun. Ja, oder dann wird besoffen damit rumgefahren, dann machen sie einen Unfall, kippen um, reicht ja schon. Wenn du besoffen versuchst, aufs Rad aufzusteigen, die Ständer brechen dann ab und so, die Platten hier unten brechen manchmal aus, ja, weil der Ständer noch aufgeklappt ist und die dann aufsteigen, so klatsch. Ja, so eine Sache. Das sind die meisten Sachen, die kaputt gehen. Pedalen, ab und zu fällt man Pedal ab. Ja, holt man halt neue, ne? Also halt nicht der Rede wert. Ja, mal schauen. Schauen wir mal, wie das wird in der Zukunft mit dem Fahrradverleih, wie ich das machen werde. Ob ich das überhaupt noch machen werde, weil, wie gesagt, kaputt sind sie immer mal und rentabel ist es dann dadurch eigentlich dann fast auch wieder nicht, weil du vermietest das irgendwie für 8 Euro am Tag. Und die kommen, das reicht ja schon, wenn der Reifen platt ist. Was ja jetzt nicht mehr der Fall ist, weil ich Marathon Plus Reifen drauf habe, deswegen toi 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 ist der Reifen so gut wie nie mehr platt. Aber das frisst ja dann immer schon quasi, frisst das ja schon auf. Also ne, Schlauchwechsel bekomme ich 16 Euro. Eigentlich. Und das bezahlt der Kunde ja nicht. Also in den meisten Fällen musst du dich da echt streiten oder so. Also, also in den meisten Fällen berechne ich das auch ja nicht, bloß wenn du dann so richtig so ein Arsch ist irgendwie so, oder wo du so merkst, so, da sagst du halt, du pass mal auf, wenn du das nicht pfleglich behandelst, zahlst du jetzt die 6 Euro Material, also die müssen Materialkosten zahlen, nicht 16 Euro. Nicht 16 Euro komplett, nicht die komplette Reparatur, aber die Materialkosten hätte ich schon meist gerne zurück, also sprich 6 Euro für den Schlauch müssen sie bezahlen. So. Wenn es Arschlöcher sind. Ich sag's mal so, wie das ist halt so. Ansonsten sage ich auch, ja, ist okay, nimm ein neues Rad und ich mach das schnell und dann ist es gut, das fällt ja auch nicht auf. Ja, aber wenn so richtig so, ja, ist hier platt und so, warum kommst du nicht vorbei? Hatten wir schon ein paar gehabt. Warum kommst du nicht vorbei? Warum bist du nicht erreichbar? Können wir dich nicht anrufen und dir Bescheid sagen? Jetzt mussten wir hierher schieben. Ja, was denn sonst? Wenn man einen platten Reifen hat, muss man es halt schieben. Die meisten schieben es ja nicht mal, die fahren dann. Jetzt siehst du, dann sind die Felgen durch. Ja. Hab halt kein Service, der dann rausfährt und ein ADAC macht hier für 8 Euro. Das, so was gibt es nicht. Pannendienst für 8 Euro. Ja, wollte ich da mal einführen, Pannendienst für Fahrräder. Also richtig groß. Und warten wir mal ab, was mein Sohn dazu sagt. Der wäre dann nämlich der Pannendienst für Fahrräder. Lämpchen, Glühbirnchen wechseln. Ich schaue mal, wie soll ich denn da rankommen? Leiter. Natürlich mit einer Leiter. Daraus macht er ein YouTube-Video, ey. Nee, okay, ja. Zaubert mir ja nicht los im Laden. Wenn er so was einbaut. Was ist ja ein Puff? Ja,
Ja, das ist ein Puff. Oh, ist das enger Puff. Ein enger Puff. Da macht der Puff, Muff. Der Muff, Puff. Und wenn der Muff pufft, und der Puff mufft, da guck ich doch noch nicht ran. Und erstmal alles wegräumen. Oh, 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 anstrengend. Oh. Das fühlt sich schon anstrengend an. Muss nicht anstrengend sein, das fühlt sich einfach nur. Oh, schön zu viel. So, weiter. Zack. So schön, so geil, so schön. Klingt so geil, so schön. Klingt so geil, so schön, so geil, so schön. Heller ist jetzt hier geworden. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle heller. Haben wir das auch mal gemacht. Ein bisschen Pflege des Inventars. Dieses wunderschöne Rad hier. Mein Aufbau von vor 2 Jahren oder so. Ehemals Herkules Postrad. Komplett zerlegt. Alles neu. Alles. Wirklich alles. Lack. Körbchen ein bisschen nachgeschweißt. Und so. Das Gitter ran gemacht hier. Damit man auch Kleinkram reinmachen kann. Und alles einmal neu. Inklusive Nabendynamo. Trommelbremse. Den Dynamo habe ich noch nicht angeschlossen. Da habe ich noch keine schöne Lampe. Da wollte ich noch eine schöne Lampe ranmachen. Genau. Die muss dann noch hier unten ran. Naja, nie gefahren. Ich bin das nie gefahren. Habe es aufgebaut, hingestellt und dachte mir, nee, das fahre ich jetzt nicht. Warum immer? Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Dann ist es halt gefahren, wenn ich es fahre. Das ist dann doof. Das ist dann nicht mehr neu. Das ist neu. Ja, Tommy baut sowas auf. So ein Schnittischnack baut er auf. So ein Quatsch, wa? Die meisten schreien immer von oben. Hat doch erst mal schon ein Thema. Keiner kommt rein. Kabelsalat Deutschland geht in die nächste Offensive. Herzlich willkommen bei Vodafone. Unser Kundenservice für Kabelprodukte berät Sie gerne bei Fragen zu Highspeed-Internet, brillantem HDTV oder Festnetztelefonie. Wenn Sie sich für ein neues Produkt interessieren, wählen oder sagen Sie bitte 1. Für Fragen zur Bedienung Ihrer Geräte, Störungen oder sonstige technische Anfragen, 2. Alle anderen Themen, wählen oder sagen Sie 3. 2. Hallo? Für Fragen zur Bedienung Ihrer Geräte, Störungen bei Ihrem Internet 2. oder der Telefon, 2. wählen oder sagen Sie 1. Fragen? Bitte sagen oder wählen Sie bei Fragen zu GigaTV die 1. Bei einem direkten Vertragsverhältnis die 2. Bei Abbrechen. Nochmal übrigens, 2. Viele technische Probleme lassen sich beheben, ja, wenn man das Gerät kurz vom Strom trennt. Ja. Ziehen Sie dazu einfach den Netzstecker, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn danach wieder in die Steckdose. Das ist sehr nett, aber nicht. Neustart ist das Problem oftmals behoben. Probieren Sie es einfach aus. Nö. Weil sie nicht loswerden. Um optimal weiterhelfen zu können, müssen Sie sich jetzt in der Nähe Ihres Gerätes befinden. Oh Gott. Falls nicht, bitten wir Sie, uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzurufen. Sie erreichen uns rund um die Uhr. Na. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. In
voraussichtlich einer Minute sind wir für Sie da. Kannst du kurz mal draußen warten? Ich muss am Gerät warten. Ja, schönen guten Tag, Müller-Meiner. Und ich habe mal eine Frage zu meiner Verbindung. Die habe ich jetzt seit einem Jahr ungefähr einen neuen Vertrag abgeschlossen. Hier so eine 400V, ja, müsste das sein. Und da kriegen wir, also seit einem Jahr, wir haben damals schon zu Beginn der Zeit angerufen, es wurde, hat sich nichts verändert, wir haben diese Leistung nicht. Also wir können keinen Upload machen, es geht uns ja um den Upload ins Internet, ja. Und der geht einfach nicht, der funktioniert nicht. Da haben wir einen Upload von irgendwie 2 Mbit und abgeschlossen sind ja glaube ich 30 oder 40 so, ja. Mhm. Irgendwie so. Und Oder 25, wie, also was auch immer, ist auf alle Fälle weit drunter. Ich brauche irgendwie 2 Stunden, um da eine Datei hochzuladen oder so, die eigentlich normalerweise in 15 Minuten oder was spätestens hochgeladen sein sollte. Jetzt wollte ich mal nachfragen, was das ist oder so. Ich meine, wir haben ja gehört, hier haben viele Probleme in dem Haus oder in dieser Straße mit Internet und so. Jetzt wollte ich mal nachfragen, was da los ist und wie man das regeln kann, weil das geht jetzt schon so lange. Also mich nervt das halt, das geht nicht. Wenn ja, sozusagen. Was sagt denn der Download aus, wenn Sie einen Speedtest machen? Na, im Speedtest sagt er erstmal alles normal, aber das kann ja nicht sein. Also da sagt er ja alles normal. Und also wir haben ja irgendwie alles schon gemacht, dass das so eigentlich laufen müsste, aber es läuft einfach nicht und das ist halt auch jedes Mal das gleiche. Also es funktioniert wirklich jedes Mal. Immer nur, sagen wir mal, die ersten paar Prozent werden hochgeladen und dann der Rest, bopp, schwankt, also geht das runter und bleibt auch unten denn. Also wie gesagt. Das ist etwas, was definitiv nicht sein darf, das ist ja klar. Ja. Das sollte schon konstant ankommen. Wenn das nicht tut, dann müssen wir eben schauen, woran das liegt und eben dafür sorgen, dass es anders bleibt. Und deswegen ist der Speedtest auch nicht aussagekräftig eigentlich, weil, wie gesagt, der findet ja innerhalb von 10 Sekunden, sag ich mal, statt. Und diese 10 Sekunden ist ja alles in Ordnung. Also da ist ja alles wunderbar, erfreut mich sehr. Und wenn ich dann aber, manchmal habe ich auch so einen Livestream oder sowas, ja, und dann ist es halt die erste Minute okay und dann pfupp, kommt nichts mehr an sozusagen. Ja, wenn das Außendienstkollegen landet, muss auf jeden Fall was gemacht werden. Wenn das schon der Techniker unseres Konkurrenzvereins behauptet, dann denke ich mal, wird das schon irgendwo ein bisschen. Das wird wahrscheinlich, naja, ja. Wer weiß, wie lange hier schon nicht gemacht wurde. Reichen ja 10 Jahre in der Schnelllebigkeit heutzutage, ne? Richtig, genau. Deswegen. Na gut, okay, alles klar. Ich hoffe, dass alles gut geht und ja, wir uns nicht nochmal hören. Ich ja? Noch jeden Fall alles Gute, schönen Tag noch. Gleichfalls, ciao, ciao. Danke, ciao. Wenn innerhalb von 48 Stunden nichts passiert, also eher 3 Tagen, dann muss man einen Brief hinschreiben. Hallo. Ich hab das ja nicht erkannt, andere Versuche. Ja, schon eine Woche. Kürzer geschnitten. Viel kürzer, ja. Das sieht wieder gut aus. Danke. Ja, bitte. Ich kann nicht. Das ist gut, aber hast du das nicht verbreitet? Ja, nee, ich hab geschnitten. Ja, ich bin nicht. Also, das hat man das Gefühl. Und muss ich mal weiter gehen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Thomas, hat der Janis gefahren, der kann höchstens mal fragen oder mal über die fragen. Hättest du das sagen können, auf der Straße. Warum soll ich denn nicht mal sagen? Philipp, guten Tag. Ja. Hallo. Wo ist der Roter Straße? Wer, Reuter? Roter Straße. Hier um die Ecke. Also hier um die Ecke. Und dann die nächste links kommen und da kommen die Reuterstraße. Die zweite links, da kommen die Reuterstraße. Die zweite links denn? Die zweite links. Hier rechts rum und dann die zweite links, die Reuterstraße. Hier vorne rechts rum. Rechts und zweite links. Zweite links. Kaffee. Ja. Moin. Ja? Moin. Wie sieht's aus? Jo, sieht aus. Sieht aus? Das ist ja schön. Steht da und sieht aus. Ich muss natürlich. Perfekt. Muss natürlich gekürzt werden, deswegen erstmal trocken. Wo ist denn das so?
Steuer hat es auch nicht geschlagen. Bitte, bitte, bitte. Steuersatz ist im Arsch. Ach, ich fick doch die Henne, ey. Egal. So, jetzt bleibt die drinne. Ist mir auch egal. Ich hab's schon wieder angelassen. Das ist halt ein Mist, der wirklich. So, ich muss einen anderen Steuersatz einbauen. Wollte ich eigentlich nur sagen. Kabelschaft abgesägt. Ist ja mega Mist, ne? Mit der zwei Hochzeiten. Ja, aber so geil. Oh Mann, wie sieht gut aus. Hier machen wir einen Tretlager-Check, weil das wackelt hier. Ein bisschen. Das ist ja noch geringfügig. Aber ich muss halt drin gucken, was da los ist. Made in France. Und das Lager läuft doch trocken, das hört man. Also Fett muss er ehren. Okay. Wir setzen an. Kann man nicht aufhören. Ja, liebe Leute, es ist wieder Ventilatorzeit. Ich habe wieder einen Ventilator gekauft. Ein Wandventilator von Progress. Finde ich sehr schön. Formschön, so geil mit diesem Gitter. Da muss man wirklich aufpassen. Das sind jetzt hier keine Gummilippen oder so. Das sind hier so Aluminium-Rotorblätter. Und die können dann wirklich schon mal zuhacken. Der funktioniert sogar. Sieht schön aus und ist funktional. Den hänge ich mir jetzt hier auch noch irgendwo hin und dann, ja, das war mein Ankauf für heute. Das und BMX-Vorbau von Dino.
Nicht besonders schlechter Zustand, aber naja, der war dann mit dabei. Was haben wir denn hier? Hier will mir doch glatt jemand weiß machen, dass er nicht bemerkt hat, dass er da mit einem Bordsteinkante gerockt hat, mit der Felge. Was ist das? Das ist so eindeutig, das muss man doch merken. Wenn man so eine Bordsteinkante heizt, dass das so eingedellt ist, muss man das doch merken. Jetzt versuche ich das ein bisschen rauszudengeln. Aber eben nur minimal, ist ja nur eine Alufelge, also da darf man eigentlich nicht dran rummachen, weil aber neu kommt nicht in Frage. Kann man nicht machen, kommt ein neuer Schlauch hin und das war's. Auch mal sauber machen, ich meine, das muss ja nicht so aussehen. Das passt extra. Waschen ist nicht intensiv. So, ich bring mich mal auf den Hand fährt das Rad. Ah, es wird aufgenommen. Genau. Na dann. Sessel mal ab. Ah. So. Born Frying! Oh, irgendwas. Irgendwas komisch jetzt. Ja. Ja, bis dann, ciao. Hab ich schon gesagt, dass man das Lager hier nicht rauskriegt? Bei diesem Geld spielt keine Rolle Aufbau. Jetzt weiche ich das ein hier immer. Immer rauf. Und dann probiere ich es morgen nochmal. Mal gucken, ob das hilft. Bestimmt, immer mal wieder pss, 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 pss. Und dann irgendwann löst sich das schon. Okay, es ist auf alle Fälle wieder soweit. Ich packe ein. Gut, 8.24 Uhr, ich packe ein. Wir sehen uns morgen. Morgen ist wieder ganz normal offen hier. Ganz normal, unnormal. Von 9 bis 9. Denkt daran, sagt es weiter. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao.